Die Geschichte dieser Sendung geht so. Sie bauen eine große Anlage zur Produktion von erneuerbarer Energie. Hast du eine Photovoltaikanlage gebaut? Möchtest du die ans Netz anschließen? Dann musst du einen Antrag beim Netzbetreiber stellen. Es kann nämlich passieren, dass der Antrag beim Netzbetreiber lange liegt, bis sie einen Netzverknüpfungspunkt zugewiesen bekommen. Dauert das manchmal lange, bis du die Anträge bearbeitet hast? Wenn es nur lange dauert, dann haben sie als Anlagenbetreiber Glück gehabt. Es kann ihnen auch passieren, dass sie einen ganz anderen Netzbetreiber kennenlernen, der nämlich plötzlich ganz andere Anschlussbedingungen von ihnen fordert. Teure Ausbauten des Netzes. Er möchte, dass sie ein langes Kabel zu einem Trafo legen und das Ganze wird einfach nur teuer. Was tun, damit viele Menschen, viele Anlagenbetreiber Anlagen für die Erzeugung erneuerbarer Energie bauen können, diese ans Netz zu bekommen, um die CO2-Belastung in der Atmosphäre zu reduzieren? Wir brauchen einen Zauberer. Wir brauchen andere Bedingungen. Wir brauchen barrierefreien Netzzugang. Das heißt, wir brauchen Politiker, die Gesetze ändern. Bist du so einer? Hier ist der Verband Energieerzeugende Gebäude. Das Gruselige dieser Geschichte, meine Damen und Herren, ist nicht, dass ich plötzlich im Studio in einer ernsthaften Sendung angefangen habe, Geschichten mit Handpuppen vorzuspielen. Das Gruselige an der Geschichte ist, Anton Wissing, die Geschichte ist wahr. Netzbetreiber sind tatsächlich die große Unbekannte im Spiel. Richtig. Das hat jeder schon mal, oder der hat jeder schon mal die Erfahrung gemacht, wenn er eine größere Anlage ans Netz bringen wollte. Dann weiß man nicht so genau, was auf einen zukommt. Anton Wissing ist ja nicht nur Vorsitzender des Verbandes Energieerzeugender Gebäude, sondern er ist gleichzeitig auch Mitinhaber und Gründer von B&W Energy, ein großer Solateursbetrieb. Ist das tatsächlich so, dass wenn eine Anlage gebaut werden soll, eine große Anlage gebaut werden soll, dass völlig unkontrollierte Situationen entsteht und man überhaupt nicht weiß, wann wird irgendwas, wann kann was angeschlossen werden, wann werden die Anträge bearbeitet. Ist das wirklich so eine Situation? Klar, das ist jedes Mal die Situation. Man kann vielleicht beim Gewerbebetrieb etwas abschätzen, wenn er schon sehr viel Energie selber verbraucht, dass man sagen kann, der Netzanschluss, der kann schon etwas vertragen, aber das muss nicht immer so sein. Persönlich habe ich erlebt, dass ein Betreiber sehr viele eigene Trafostationen hatte, einen eigenen Mittelspannungsanschluss schon, sehr viel Strom verbraucht hat und da in dem Fall die Stadtwerke gesagt haben, nein, es geht keine einzige Kilowattstunde können wir anschließen, also kein einziges KW-Peak. Es hat sich nachher herausgestellt, dass es doch ging, aber vor dieser Situation steht man erstmal und es gibt Netzbetreiber, die können ihr Netz selber berechnen und sind da auch sehr konstruktiv. Aber es gibt auch Netzbetreiber, die, ich sag mal, diese Dienstleister auslagern und selber nicht so genau wissen, was geht und nicht geht. Und und dann wird es manchmal echt kompliziert und langwierig. Kann das denn sein? Katharina Viehweg-Puschmann ist Anwältin bei der Kanzlei Engelmann und Partner in Lippstadt und hat sich auf Energierecht ein wenig spezialisiert. Was sagt uns denn eigentlich das Gesetz? Ich stelle mir das eigentlich vor, das Gesetz sagt, die Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen haben das Recht, Eigenenergie und Einspeiseanlagen aufzubauen, ans Netz damit
schnellstens, was sagt das Gesetz? Das ist durchaus richtig, dass dieses Recht des Anlagenbetreibers oder Einspeisewilligen besteht. Das ist niedergelegt in § 8 EEG und da gibt es auch einen zeitlichen Rahmen. § 8 bildet verschiedene Momente ab. Einmal zum Beispiel den Zeitpunkt nach dem Eingang des Netzanschlussbegehrens. Das ist eigentlich der erste Punkt. Da steht eben, dass Netzbetreiber den Anschlussbegehrenden nach Eingang eines Netzanschlussbegehrens unverzüglich einen Zeitplan übermitteln müssen, worin anzugeben ist, in welchen Arbeitsschritten das Netzanschlussbegehren bearbeitet wird und welche Informationen Anlagenbetreiber noch zur Verfügung stellen müssen. Das Wort unverzüglich klingt jetzt sehr schnell, ist aber im EEG nicht definiert. Da muss man auf die gesetzliche Definition § 121 des BGB zurückgreifen, der sagt, ohne schuldhaftes Zögern. Dann hat man aber genau die Problematik, wann zögert der Netzbetreiber schuldhaft und wann nicht. Man hat für kleine Anlagen eine Ausnahmeregelung, nämlich wenn Netzbetreiber den Anschlussbegehrenden diese Informationen nicht innerhalb von einem Monat übermitteln, dann können die Anlagen so angeschlossen werden. Das gilt aber nur für Anlagen bis zu 10,8 Kilowatt. Und dieser Begriff der Unverzüglichkeit zieht sich eben durch § 8 durch. Der geht von der Anforderung der Informationen über die Herausgabe der Netzdaten, die der Anlagenbetreiber verlangen kann, bis hin zum eigentlichen Netzanschluss, der eben auch schon oder aber auch nur unverzüglich geschuldet ist. Unverzüglich ist ja so ein Gummibegriff, oder? Das ist ein Gummibegriff, ja. Da gehen dann die Streitereien los. Was ist noch ohne schuldhaftes Zögern? Wo hat der Netzbetreiber schon schuldhaft gezögert? Und darlegungs- und beweisbelastet dafür ist der Anlagenbetreiber. Hier wäre zum Beispiel ein Ansatz, dass man feste Fristen setzt, abhängig möglicherweise von der Anlagengröße und sagt, wenn ein Zeitraum von x Wochen oder x Monaten überschritten ist, wird vermutet, dass der Netzbetreiber schuldhaft gezögert hat. Dann müsste der Netzbetreiber darlegen und beweisen, dass er alles richtig gemacht hat. Das wäre für den Anlagenbetreiber sehr viel komfortabler, wenn man mal später an Schadensersatz denkt. Ja, also wenn Sie dieses Gesetz gerade so ein bisschen gehört haben, dann stellen Sie fest, da steht im Prinzip drin, na ja, angeschlossen werden muss und ja, und vielleicht schuldhaft verzögert und nicht und pipapo. Fakt ist, Anton Wissing, mit dem Gesetz kann die Branche eigentlich nicht viel anfangen, weil sie gar keine Gewissheit hat, wie sie und wann sie anschließen kann. Richtig, also ist genau richtig dargestellt. Oft ist es so, dass jemand sagt, jo, ich möchte jetzt hier eine Anlage installieren, er weiß, welche Kosten auf ihn zukommen und so weiter, bis auf das Thema Netzanschluss. Und das ist einmal der zeitliche Aspekt, bis diese Dinge geklärt sind, definitiv. Und das andere ist, welche Kosten entstehen. Und das ist echt unkalkulierbar in dem Moment. Und da gilt es aus meiner Sicht, Dinge klarer zu regeln, was der Betreiber einer Anlage wirklich beizuführen hat und was nicht. Und dass er dort auch klar handeln kann und nicht erst monatelang warten muss, bis er vielleicht Klarheit hat, was er zu liefern hat und was nicht. Wir haben gleich nach dem Interview mit einem Praktiker von B&W Energy, der täglich zu tun hat, und ihn werde ich gleich fragen, was für Schwierigkeiten tauchen denn wirklich auf. Aber ich möchte nochmal den Titel der Sendung hervorheben. Er heißt ja Netzbetreiber, die größte Unbekannte. Und das muss man nochmal hervorheben, Anton, zu sagen, eine Photovoltaikanlage kann ich planen, einen Speicher kann ich planen. Ich kann die ganze Elektrik planen, ich kann die Belieferung der ganzen Sachen planen. Das kann ich alles machen und diese Prozesse haben die Unternehmen auch im Griff. Und das ist ja auch das, was die Bundesregierung möchte. Sie möchte einen schnellen Ausbau, wir müssen verX-fachen. Das könnte auch passieren und dann kommt tatsächlich die große Unbekannte, der Netzbetreiber, und da stockt das Ganze. Ist das das Problem? Ist genau das Problem. Genau richtig dargestellt. Alle anderen Dinge können wir sehr gut und sehr genau fassen. Und bis auf diese Geschichte mit der Netzanbindung. Und ist ja nicht so, als wenn das ein neues Thema ist. Aber es gibt immer mehr Anforderungen von den Netzbetreibern. Und die sind auch nicht immer gleich, die Anforderungen. Und das schlägt sich natürlich in Kosten nieder. Und wir haben ja in den letzten Jahren erfahren, dass die Anlagen immer preiswerter geworden sind, eben durch den Preisverfall von Modulen oder anderen Komponenten. Nur jetzt muss man sagen, mittlerweile hat dieser Teil
Dimensionen angenommen, also in der Kostenaufstellung, die dann früher vielleicht bei einigen wenigen Prozent waren, dieser Anschluss, sind wir heute bei einem Drittel oder drüber teilweise, weil die Anforderungen so groß sind und der Netzverknüpfungspunkt so weit weg ist, dass es dann für den einen oder anderen nicht mehr lohnt. Ich sag mal, nur um den Strom einzuspeisen, lohnt es eh heute schon nicht mehr. Da reicht die Einspeisevergütung nicht, die garantiert ist, sondern dann sind es heute Anlagen, die im Großteil auch im Eigenverbrauch Strom produzieren. Da mag es sich wieder schneller rechnen oder rechnet sich auch schneller. Aber es ist ein sehr großer Anteil an Kosten, die dort häufig entstehen und wo ich sage, auch nicht wirklich mal nachvollziehbar. Also da will ich gar nicht mal den Netzbetreiber unbedingt immer den Vorwurf machen, sondern eben, dass die Regularien so sind, wie sie sind und der Netzbetreiber dann möglicherweise sogar so handeln muss, obwohl es nicht sinnvoll ist, obwohl es volkswirtschaftlich eigentlich, ich sag mal, sich verbietet, so zu handeln. Wir machen jetzt mal den Praxisproof in der Realität. Ich bin verbunden mit Marcel Schütz in Heiden in Nordrhein-Westfalen. Er arbeitet bei der Firma B&W Energy, ein riesengroßer Solateursbetrieb, der solche Anlagen aufbaut. Marcel, Anton Wissing vom Verband Energieerzeugender Gebäude hat hier im Studio ein bisschen herumgejammert und hat gesagt, die Netzbetreiber sind die größten Unbekannten. Es kommen viele Unwägbarkeiten auf die Solateure zu, die kaum kalkulierbar sind. Zeitlich, finanziell hat er gesagt. Marcel, Sie sind ganz in der Praxis, ganz vorne dran. Stimmt es? Sind die Netzbetreiber für Sie eine große Unbekannte? Erstmal guten Tag zusammen, hallo. Also ja, kann man tatsächlich so sagen, ja. Also wenn man das aus der Praxis mal so ein bisschen betrachtet, wo wir jeden Tag tatsächlich selber am eigenen Leibe damit zu tun haben. Also man fährt raus zum Kunden, zum potenziellen Kunden, geht mit ihm das ganze potenzielle Projekt durch und einigt sich dann im besten Fall nach dem Termin darauf, dass man das Projekt zusammen auch umsetzen möchte. Dann ist es so, dass wir entsprechend in die Planung gehen, schauen, was passt auf die Dächer drauf, was gibt es an Potenziale, Speicher, PV-Anlage, Ladeinfrastruktur etc. Und dann kommen wir irgendwann an den Punkt, wo wir natürlich auch einen Anschlussbegehren beim Netzbetreiber stellen müssen, beziehungsweise einen Einspeiseantrag stellen müssen. Da fängt es dann im Grunde schon an, weil selbst da ist es deutschlandweit oder wird es generell total unterschiedlich gehalten von Netzbetreiber zu Netzbetreiber. Im besten Fall hat der Netzbetreiber ein eigenes Einspeiseportal, wo man entsprechend alles elektronisch, gerade jetzt zu Zeiten der Digitalisierung, natürlich wesentlich vom Vorteil ist. Es gibt aber auch tatsächlich noch Netzbetreiber, die tatsächlich die gesamte Unterlagenstruktur, diesen riesen Wust an Unterlagenkatalogen, da tatsächlich postalisch auch richtig einreichen muss. Also man muss wirklich alles ausdrucken. Man hat dann wirklich diesen dicken Packen, den man dann erstmal weitergeben muss an den Kunden. Der Kunde muss alles sichten und dann entsprechend ergänzen und unterschreiben. Man muss es dann halt schlussendlich dann beim Netzbetreiber selber einreichen. Dann hat der Netzbetreiber im Grunde gesetzlich eine Frist von 8 Wochen oder er hat 8 Wochen Zeit, wo er entsprechend in die Netzberechnung gehen muss, damit dann auch der Netzanschlusspunkt dann auch dazugewiesen wird. Bei unseren großen Projekten ist es natürlich dann gang und gäbe, dass es dann eher in den Spannungsbereich der Mittelspannung geht, also 10 kV, 20 kV, 30 kV und nicht mehr in die Niederspannung. Und dann gehen wir in die technische Planung, sofern wir dann den Netzanschlusspunkt wissen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Entweder haben wir einen Gewerbekunden oder einen Industriekunden, der bereits über einen solchen Mittelspannungsanschluss verfügt. Da haben wir dann halt die Herausforderung, dass wir entsprechend dieser gesamten Anschlussbedingungen und zusätzlich dann leider auch noch wieder der Ergänzung des einzelnen Netzbetreibers dann die vorhandene Mittelspannungsinfrastruktur des Kunden dann auch anpassen und umbauen müssen. Das hat demzufolge schon mal manche Schwierigkeiten vorgebracht oder auch manche Diskussionen vorgebracht, weil wir zum Teil dann auch Schaltanlagen vorfinden, die vielleicht gerade mal 15 Jahre alt sind, die dann aber der Netzbetreiber ganz explizit gemäß dieser technischen Anschlussbedingungen dann, dass er da generell Nachweise ohne Ende haben möchte. Wir brauchen Drucklastberechnungen, wir brauchen Störlichtbogen-Nachweise und so weiter und so fort.
es ist tatsächlich leider auch schon vorgekommen, dass wir aufgrund dessen dann die gesamte Infrastruktur des Kunden, die dann wirklich, wie vorher gesagt, gerade mal vielleicht 15 Jahre alt ist, tatsächlich auch schon mal komplett austauschen mussten. Also da sprechen wir dann wirklich von sechsstelligen Eurobeträgen, wo man sich dann wirklich irgendwann stellenweise dann mal fragt, muss das wirklich sein? Die Schaltanlagen sind zum Teil 15 Jahre alt. Jetzt schließt man zusätzlich eine Erzeugungsanlage an und muss nur deshalb tatsächlich diese gesamte Infrastruktur austauschen, wo man doch tatsächlich eigentlich davon ausgehen kann, dass die Erzeugungsanlage, die Mittelspannungsschaltanlage oder grundsätzlich die Infrastruktur des Kunden samt Transformator etc. sogar in Zeiten der hohen Belastung sogar entlastet, weil die PV-Anlage entsprechend einfach gegenwirkt, ne? Ja. Wenn wir mit der technischen Auslegung so weit durch sind, dass wir einreichbare Unterlagen fertig haben, also wirklich Planungsunterlagen, Projektierungsunterlagen, werden diese dann entsprechend beim Netzbetreiber eingereicht. Kommt die nächste große Sache, dass man da stellenweise wirklich wochenlang darauf wartet, bis man da irgendwie ansatzweise mal eine Rückmeldung bekommt, beziehungsweise im besten Fall dann eine Freigabe. Im schlimmsten Fall bekommt man keine Freigabe, ändert die Planungsunterlagen entsprechend der Vorgabe des Netzbetreibers nochmal ab und wartet wieder Wochen. Und ja, tatsächlich alles zu Ungunsten des Kunden, auf dem Rücken des Kunden. Das Portemonnaie des Kunden leidet extrem, weil das alles natürlich immer mit immens hohen Kosten verbunden ist. Also selbst da wünschen wir uns alle grundsätzlich so ein bisschen Entlastung. Das führt zu immer wieder größeren Herausforderungen, ja. Das sind zeitliche Probleme, die entstehen, aber das hat natürlich wahrscheinlich auch eine finanzielle Dimension, wenn plötzlich irgendwelche Anforderungen an Sie herankommen. Sie haben ja gerade Beispiele gesagt. Wenn Sie dem Kunden eine Anlage angeboten und durchkalkuliert haben, dann können Sie ja noch gar nicht ahnen, was dann an Kosten für Umrüstung durch den Netzbetreiber noch auf Sie zukommt. Das ist ja so ein totales russisches Roulette. Korrekt, korrekt, ja, ist gut ausgedrückt, ja. Scheitern dann eventuell manchmal auch Projekte, weil plötzlich irgendwelche Umrüstungskosten kommen, die das Ganze völlig unrentabel machen? Ja, durchaus. Wir haben tatsächlich Kunden, und da sprechen wir von Gewerbekunden, den klassischen kleinen Stahlbaubetrieb, der nicht diese großen Massen an Dachflächen hat, wo man beispielsweise dann die Möglichkeit hat, eine 300 Kilowatt Peak-Anlage zu installieren, muss aber dann tatsächlich für 300.000 Euro entsprechend die Mittelspannungsinfrastruktur komplett austauschen, weil die dann vielleicht laut dem Netzbetreiber zu sehr in die Jahre gekommen ist und ansonsten keine Freigabe bekommt. Dann kommen wir tatsächlich auch an Fälle, wo wir dem Kunden das wirtschaftlich nicht mehr darstellen können. Ja. Und dann gehen solche Projekte erstmal, die werden nicht umgesetzt, ja. Ich höre immer wieder, dass die technischen Anschlussbedingungen selbst bei einem Netzbetreiber unterschiedlich sein können. Stimmt das oder ist das so eine Geschichte aus der Gerüchteküche? Also das ist tatsächlich nicht aus der Gerüchteküche. Das ist tatsächlich so, das erleben wir tagtäglich. Wie eben schon mal kurz angedeutet, es gibt den einen Netzbetreiber, der fordert grundsätzlich nur begehbare Trafostationen, der fordert grundsätzlich nur luftisolierte Schaltanlagen. Alleine diese beiden Punkte gehen schon richtig ins Geld, weil man entsprechend wirklich große, begehbare Betonräume benötigt, richtig mit Tür, wie man sich das so dann vorstellen kann, mit großen Schaltanlagen. Da könnte man tatsächlich schon immens viel Platz sparen, indem man wirklich auf Kompaktstationen geht, kleine Körper, 2 mal 3 Meter beispielsweise, die auch nicht so hoch sind, wo man mit einer gasisolierten Schaltanlage als Beispiel arbeiten kann. Jetzt werden wir sehr, sehr technisch. Aber das gibt es tatsächlich im Alltag, dass der Netzbetreiber da seine eigenen Ergänzungen in den technischen Anschlussbedingungen hat, meist dann vielleicht auch nur 10 bis 20 Seiten, aber die haben es dann tatsächlich auch in sich. Ja. Anton, jetzt würde man als Journalist mal so sagen, populär ausgedrückt, das Rad wird offensichtlich jedes Mal neu erfunden. Aber eine Photovoltaikanlage aufs Dach zu bringen, ist ja jetzt mittlerweile kein Hexenwerk mehr. Man kennt doch die Wechselrichter, man kennt die Module, man weiß, wie viel Leistung da rauskommt. Muss es denn technisch wirklich so kompliziert sein? Muss es so kompliziert sein? Also ich sag mal, grundsätzlich fließt der Strom, ich sag mal, in einem Netzgebiet genauso wie in dem anderen. Also von der Physik her hat das keine Unterschiede.
Klar müssen gewisse technische Rahmenbedingungen eingehalten werden, aber die sollte man dann, ich sag mal, mit Maß dann auch anwenden und sinnvoll anwenden und dort nicht Dinge fordern, teilweise, die, ja, ich sag mal, sehr, sehr stark, ich sag mal, in die Kosten gehen und dann einige Projekte dadurch, ich sag mal, nicht mehr realisiert werden. Von daher, nein, man kann es auch einfacher machen. Marcel, das ist doch eigentlich für jemand, der wie Sie die Sachen realisieren muss, ist das doch eigentlich ein totales Vampir-Spiel. Sie wissen nicht, wann können Sie die Anlage realisieren, weil irgendwelche Fristen überschritten werden. Sie wissen gar nicht, welche Anforderungen Sie irgendwie bestellt bekommen. Sie können das gar nicht richtig kalkulieren. Und wenn es dann unwirtschaftlich wird, dann stehen Sie beim Kunden und sagen, oh, wir haben die ganze Planung gemacht. Und was passiert dann? Außer Spesen nichts gewesen. Ist das dann so? Ja, das gibt's auch. Ja, also man steckt immens viel Arbeit rein. Man muss sie auch tatsächlich reinstecken, weil wenn man sie nicht reinsteckt, ist auch, ich sag mal, für die Angebotslegung nachher das Projekt nicht sauber durchkalkuliert, weil man vielleicht dann auch dann gezwungen ist oder gezwungen wäre, nur mit Richtpreisen zu arbeiten. Das führt uns nicht zum Ziel. Das führt den Kunden auch nicht wirklich zum Ziel, weil man am Ende des Tages dann wirklich so, ja, kostentechnisch von wirklich ungelegten Eiern spricht. Ne? Man weiß nicht im Vorfeld wirklich, was am Ende dann auch kommt. Puschmann, dann kommen Sie ja ganz oft ins Spiel. Dann sagen die Leute, ja, der Netzbetreiber hätte jetzt hier schon, die Frist ist verstrichen und so weiter und so fort. Der hätte schon längst liefern müssen. Dann kommen die zu Ihnen gerannt. Aber es ist ja gar nicht so leicht, dann zu sagen, ja, der Netzbetreiber ist schuld. Jetzt muss der die ganzen Schadensersatz leisten. Da können Sie gar nicht so leicht sagen, ja, das klappt gerichtlich schon. Das leider nicht, da haben Sie recht. Denn tatsächlich ist es so, dass der Netzanschluss nach § 8 EEG für Regenerativstromanlagen unverzüglich geschuldet ist. Klingt jetzt erstmal gut, aber was heißt unverzüglich? Das EEG definiert diesen Begriff nicht. Der ist in § 121 des Bürgerlichen Gesetzbuchs definiert, bedeutet ohne schuldhaftes Zögern. Aber dann gehen genau die Diskussionen los. Wann zögert ein Netzbetreiber schuldhaft? Wann kann er sagen, ich konnte nicht, weil meine Vorlieferanten nicht geliefert haben, das Wetter war schlecht, Naturkatastrophen etc., Corona, da bieten sich vielfältige Erklärungsmöglichkeiten, / Entschuldigungen oder Ausreden, lassen wir dahingestellt. Deswegen ist es für den Anlagenbetreiber nicht so leicht, direkt zu sagen, ich bekomme mein Geld. Natürlich kann er dann versuchen, Schadensersatz geltend zu machen. Das setzt aber voraus, dass der Netzbetreiber eine Pflichtverletzung begangen hätte. Das wäre er dann hätte er dann eben, wenn er schuldhaft gezögert hätte. Nur Darlegungs- und Beweisbelastet dafür, dass eine Pflichtverletzung vorliegt, ist der Anlagenbetreiber. Und das ist recht schwierig für den Anlagenbetreiber, denn der Netzbetreiber ist irgendwo eine Blackbox. Der Anlagenbetreiber weiß ja nicht, was hat der genau getan? Wie laufen die Prozesse da ab? Und er muss im Grunde nachzeichnen, dass der Netzbetreiber eben nicht unverzüglich gehandelt hat. Das ist sehr, sehr schwer. Von daher ist ein Schadensersatzprozess durchaus mit Risiken behaftet. Marcel, und ihr könnt ja eigentlich gar nicht richtig Druck machen, weil ihr braucht ja die Netzbetreiber. Ihr könnt es euch ja mit denen gar nicht verscherzen. Ihr müsst ja ganz vorsichtig auftreten, oder? Das ist genau der Punkt. Ja, wenn wir uns das einmal verscherzen, haben wir das Problem, dass wir eben spätestens bei den nächsten drei Projekten dann entsprechend so ungestimmt vorfinden, dass er uns vielleicht weitere Steine in den Weg legt. Man muss natürlich ein bisschen vorsichtig sein mit solchen Aussagen. Wird wahrscheinlich dann nicht passieren, aber ja, macht die ganze Sache nicht einfacher. Zumindest, ja. Sag ich mal, das Verhältnis und die Beziehung zu dem jeweiligen, ne, Mitarbeiter des Netzbetreibers. Vielen Dank, Marcel, für den Einblick aus der Praxis. Anton, kann ich nur sagen, so läuft's dann, wenn Sachen schlecht geregelt sind. Dann ist das Kraut und Rüben durcheinander und das können wir nicht, das dürfen wir nicht, das verursacht Kosten. Und das ist wieder mein Hinweis, was wir von Marcel gehört haben, dass das eigentlich neu geregelt werden muss. Das muss aus meiner Sicht standardisiert werden. Es kann nicht sein, dass 900 Netzbetreiber und auch innerhalb der Netzbetreiber unterschiedliche Anforderungen an den Betreiber gestellt werden. Und da müssen klare Regeln her und das finden wir aktuell leider nicht vor. Das hört sich ja fast abenteuerlich an, welchen Einfluss die Netzbetreiber haben auf den Anschluss, auf die Anlage, auf die Kosten, auf die Dauer. Wir haben uns ja gerade gesetzliche Regelungen angehört, wo das drinsteht, die haben das anzuschließen. Ist das denn überhaupt gesetzeskonform, dass die sagen, ja, wir diktieren jetzt die und die und die Bedingung? Gesetzeskonform, weil ein Gesetz natürlich
wie es sein soll, abstrakt generell ist, das heißt den groben Rahmen vorgibt, aber dann enthält es eben immer wieder Öffnungsklauseln, wo eben dem Netzbetreiber sehr viel Spielraum eingeräumt wird. Das ist zum Beispiel die Regelung in § 10. Da ist der Netzanschluss auch nochmal geregelt, nämlich wie er ausgeführt werden muss. Da steht darin, die Ausführung des Anschlusses und die übrigen für die Sicherheit des Netzes notwendigen Einrechnungen müssen den im Einzelfall notwendigen technischen Anforderungen des Netzbetreibers entsprechen. Das heißt, ich habe keine generelle Regelung, sondern kann im Einzelfall von Photovoltaikanlage zu Photovoltaikanlage entscheiden, was ist denn notwendig. Das kann gut sein. Es gibt ja zum Beispiel generelle Forderungen, Stichwort Anlagenzertifikat. Da macht der Netzbetreiber meistens Pi mal Daumen, sagt, brauche ich immer. Da kann sich der Anlagenbetreiber das zu Nutzen machen und sagen, im konkreten Fall sehe ich nicht, warum ich ein Anlagenzertifikat brauche. Meine Anlage ist nachweislich sicher. Hier kann es sich aber auch der Netzbetreiber zugute machen, dass er sagt, gerade in diesem spezifischen Fall brauche ich bitte diese Trennklemmen, brauche ich bitte jene Petersen-Spule oder jene Erdschlusskompensationsmaßnahme. Er hat vielleicht einen Lieblingslieferanten oder ein Material, mit dem er schon immer gearbeitet hat. Da ist der Anlagenbetreiber dann wirklich manchmal ein bisschen gekniffen, wenn der Netzbetreiber da Vorgaben diktiert. Natürlich kann man sich dann drüber streiten, ist das notwendig? Denn geschuldet sind ja nur notwendige Maßnahmen. Nur wer entscheidet jetzt wieder darüber, ob das notwendig ist? Also wenn ich jetzt mal als Journalist provokativ sein will, würde ich sagen, das ist ein Ermächtigungsgesetz für die Netzbetreiber. Ein bisschen schon, ja. Macht doch gar keinen Sinn, Anton. Ich meine, die Elektronen in Thüringen laufen ja nicht anders als die Elektronen in Brandenburg. Oder gibt's so, sind die preußischen Elektronen zackiger unterwegs? Ja, oder? Wahrscheinlich sind die eckig und die anderen rund. Nein, Quatsch. Die Physik ist da genauso wie woanders auch. Und der Strom fließt mal in die Richtung, mal in die andere. Also von daher, es macht gar keinen Unterschied. Ne? Die dort großartig andere Forderungen zu stellen. Also eigentlich ist eine Photovoltaikanlage recht einfach aufgebaut und auch der Netzanschluss kann recht einfach sein. Aber es wird manchmal sehr kompliziert gemacht. Das ist so und mit den unterschiedlichen Anforderungen, die dort dann ja gestellt werden. Ich bin ja ein schlaues Küken und habe mal Politik studiert. Und was ist die Definition von Politik? Politik heißt, sie ist das ordnende Element der Gesellschaft. Katharina, bräuchten wir jetzt nicht die Politik als ordnendes Element der Gesellschaft, die wirklich einheitliche Anschlussbedingungen schafft, wo alle klare, eindeutige Konditionen und Bedingungen vorführen? Das ist ja der Sinn von Gesetzen eigentlich. Das wäre in der Tat schon ein erster richtiger Schritt. Man könnte sich zum Beispiel überlegen, eine Art Einspeiserportal zu machen, vielleicht auch netzbetreiberübergreifend, wo eben einzelne Schritte festgelegt sind, die für jeden Anschlusssuchenden gleich sind. Dass es eben eine Maske im Internet gibt, wo man nicht das Problem hat, was eben schon angesprochen wurde, mal muss ich Daten in Papierform liefern, mal muss ich in elektronischer Form liefern, sondern dass es ein einheitliches Prozedere ist, wo ich als Anschlussbegehrender mich erstmal registrieren lassen kann. Dieser Gedanke kommt auf, weil es so ein ähnliches System schon gibt in Form des Marktstammdatenregisters, wo man dann zum Beispiel Genehmigungen registriert, für die man später in die Ausschreibungen gehen möchte. Das ist auch sehr sinnvoll, weil sowohl der Anlagenbetreiber als auch der Netzbetreiber kann sich zum Beispiel über die Zubauzahlen informieren. Wie viel installierte Leistung ist genehmigt, wie viel installierte Leistung ist in Betrieb genommen, macht meines Erachtens auch Sinn für die vorgelagerte Frage, wie viel Anlagen oder wie viel Leistung soll denn zukünftig ans Netz gehen? Das könnte man in diesem Einspeiserportal auch einsehen, sodass man wesentlich mehr Transparenz geschaffen hätte. Nun könnte es dem Normalbürger ja egal sein, Anton, ob ihr euch mit Bürokratie, Anlagen, Netzbetreibern und so weiter herumschlagt. Aber die Ressource, die da reinfließt, personell, zeitlich, finanziell, die brauchen wir ja für was ganz anderes, nämlich für den Ausbau der Erneuerbaren. Wir machen diese Sendung ja nicht, um zu sagen, ich möchte es Anton Wissing und seinen Kollegen bequemer machen, sondern wir vergeuden einfach unsere ganzen Ressourcen und deshalb müssen wir eigentlich die modernen Medien, müssen wir Entbürokratisierung, müssen wir klare Bedingungen schaffen, damit wir überhaupt irgendeine Zeit haben und Chance haben, das alles auf die Dächer zu bringen und ans Netz zu bringen, sonst wird das doch gar nichts. Richtig. Vor 10, 15 Jahren konnten wir eine Photovoltaikanlage planen, die natürlich auch beim Netzbetreiber anmelden bzw. eine Anfrage stellen. Dort haben wir eine Zusage genau unter ähnlichen Rahmenbedingungen wie heute erhalten und mit den ähnlichen Problemen. Aber es ging viel, viel einfacher.
Mittlerweile ist so viel Bürokratie entstanden und wir spüren eigentlich gar nicht, dass dort die Digitalisierung wirklich greift, wo wir dann vieles wieder vereinfachen können. Und diese Ressourcen fehlen uns dann an anderer Stelle, um die Anlagen wiederum, ich sag mal, die nächste Anlage zu planen, die nächste Anlage in Betrieb zu nehmen und so weiter. Ja, und bei dem Fachkräftemangel, den wir heute haben, nach wie vor, gerade in unserer Branche, bleiben dann andere Dinge einfach auf die Strecke und wir kriegen nicht die PS auf die Straße. Die ganze Sendung lässt sich also so zusammenfassen. Hallo Anlagenbetreiber, möchtest du deine Anlage schnell ans Netz bringen? Dann brauchen wir einen Zauberer oder einen Politiker, der die Gesetze ganz schnell ändert. Würdest du das für uns tun? Na, das ist doch ein gutes Signal. Das war eine Sendung des Verband Energieerzeugende Gebäude. Die Geschichte dieser Sendung geht so. Sie bauen eine große Anlage zur Produktion von erneuerbarer Energie. Hast du eine Photovoltaikanlage gebaut? Möchtest du die ans Netz anschließen? Dann musst du einen Antrag beim Netzbetreiber stellen. Es kann nämlich passieren, dass der Antrag beim Netzbetreiber lange liegt, bis sie einen Netzverknüpfungspunkt zugewiesen bekommen. Dauert das manchmal lange, bis du die Anträge bearbeitet hast? Wenn es nur lange dauert, dann haben sie als Anlagenbetreiber Glück gehabt. Es kann ihnen auch passieren, dass sie einen ganz anderen Netzbetreiber kennenlernen, der nämlich plötzlich ganz andere Anschlussbedingungen von ihnen fordert. Teure Ausbauten des Netzes. Er möchte, dass sie ein langes Kabel zu einem Trafo legen und das Ganze wird einfach nur teuer. Was tun, damit viele Menschen, viele Anlagenbetreiber Anlagen für die Erzeugung erneuerbarer Energie bauen können, diese ans Netz zu bekommen, um die CO2-Belastung in der Atmosphäre zu reduzieren. Wir brauchen einen Zauberer. Wir brauchen andere Bedingungen. Wir brauchen barrierefreien Netzzugang. Das heißt, wir brauchen Politiker, die Gesetze ändern. Bist du so einer? Hier ist der Verband Energieerzeugende Gebäude. Das Gruselige dieser Geschichte, meine Damen und Herren, ist nicht, dass ich plötzlich im Studio in einer ernsthaften Sendung angefangen habe, Geschichten mit Handpuppen vorzuspielen. Das Gruselige an der Geschichte ist, Anton Wissing, die Geschichte ist wahr. Netzbetreiber sind tatsächlich die große Unbekannte im Spiel. Richtig. Das hat jeder schon mal, oder da hat jeder schon mal die Erfahrung gemacht, wenn er eine größere Anlage ans Netz bringen wollte. Dann weiß man nicht so genau, was auf einen zukommt. Anton Wissing ist ja nicht nur Vorsitzender des Verbandes Energieerzeugender Gebäude, sondern er ist gleichzeitig auch Mitinhaber und Gründer von B&W Energy, ein großer Solateursbetrieb. Ist das tatsächlich so, dass wenn eine Anlage gebaut werden soll, eine große Anlage gebaut werden soll, dass völlig unkontrollierte Situationen entsteht und man überhaupt nicht weiß, wann wird irgendwas, wann kann was angeschlossen werden, wann werden die Anträge bearbeitet. Ist das wirklich so eine Situation? Klar, das ist jedes Mal
die Situation, man kann vielleicht beim Gewerbebetrieb etwas abschätzen, wenn er schon sehr viel Energie selber verbraucht, dass man sagen kann, der Netzanschluss, der kann schon etwas vertragen, aber das muss nicht immer so sein. Persönlich habe ich erlebt, dass ein Betreiber sehr viele eigene Trafostationen hatte, einen eigenen Mittelspannungsanschluss schon, sehr viel Strom verbraucht hat und da in dem Fall die Stadtwerke gesagt haben, nein, es geht keine einzige Kilowattstunde können wir anschließen, also kein einziges KW-Peak. Es hat sich nachher herausgestellt, dass es doch ging, aber vor dieser Situation steht man erstmal und es gibt Netzbetreiber, die können ihr Netz selber berechnen und sind da auch sehr konstruktiv, aber es gibt auch Netzbetreiber, die, ich sag mal, diese Dienstleister auslagern und selber nicht so genau wissen, was geht und nicht geht. Und ja, und dann wird es manchmal echt kompliziert und langwierig. Kann das denn sein? Katharina Viehweg-Puschmann ist Anwältin bei der Kanzlei Engelmann und Partner in Lippstadt und hat sich auf Energierecht ein wenig spezialisiert. Was sagt uns denn eigentlich das Gesetz? Ich stelle mir das eigentlich vor, das Gesetz sagt, die Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen haben das Recht, Eigenenergie und Einspeiseanlagen aufzubauen, ans Netz damit schnellstens. Was sagt das Gesetz? Das ist durchaus richtig, dass dieses Recht des Anlagenbetreibers oder Einspeisewilligen besteht. Das ist niedergelegt in § 8 EEG und da gibt es auch einen zeitlichen Rahmen. § 8 bildet verschiedene Momente ab. Einmal zum Beispiel den Zeitpunkt nach dem Eingang des Netzanschlussbegehrens. Das ist eigentlich der erste Punkt. Da steht eben, dass Netzbetreiber den Anschlussbegehrenden nach Eingang eines Netzanschlussbegehrens unverzüglich einen Zeitplan übermitteln müssen, worin anzugeben ist, in welchen Arbeitsschritten das Netzanschlussbegehren bearbeitet wird und welche Informationen Anlagenbetreiber noch zur Verfügung stellen müssen. Das Wort unverzüglich klingt jetzt sehr schnell, ist aber im EEG nicht definiert. Da muss man auf die gesetzliche Definition § 121 des BGB zurückgreifen, der sagt, ohne schuldhaftes Zögern. Dann hat man aber genau die Problematik, wann zögert der Netzbetreiber schuldhaft und wann nicht. Man hat für kleine Anlagen eine Ausnahmeregelung, nämlich wenn Netzbetreiber den Anschlussbegehrenden diese Informationen nicht innerhalb von einem Monat übermitteln, dann können die Anlagen so angeschlossen werden. Das gilt aber nur für Anlagen bis zu 10,8 Kilowatt. Und dieser Begriff der Unverzüglichkeit zieht sich eben durch § 8 durch. Der geht von der Anforderung der Informationen über die Herausgabe der Netzdaten, die der Anlagenbetreiber verlangen kann, bis hin zum eigentlichen Netzanschluss, der eben auch schon oder aber auch nur unverzüglich geschuldet ist. Unverzüglich ist ja so ein Gummibegriff, oder? Das ist ein Gummibegriff, ja. Da gehen dann die Streitereien los. Was ist noch ohne schuldhaftes Zögern? Wo hat der Netzbetreiber schon schuldhaft gezögert? Und darlegungs- und beweisbelastet dafür ist der Anlagenbetreiber. Hier wäre zum Beispiel ein Ansatz, dass man feste Fristen setzt, abhängig möglicherweise von der Anlagengröße und sagt, wenn ein Zeitraum von x Wochen oder x Monaten überschritten ist, wird vermutet, dass der Netzbetreiber schuldhaft gezögert hat. Dann müsste der Netzbetreiber darlegen und beweisen, dass er alles richtig gemacht hat. Das wäre für den Anlagenbetreiber sehr viel komfortabler, wenn man mal später an Schadensersatz denkt. Ja, also wenn Sie dieses Gesetz gerade so ein bisschen gehört haben, dann stellen Sie fest, da steht im Prinzip drin, na ja, angeschlossen werden muss und ja, und vielleicht schuldhaft verzögert und nicht und pipapo. Fakt ist, Anton Wissing, mit dem Gesetz kann die Branche eigentlich nicht viel anfangen, weil sie gar keine Gewissheit hat, wie sie und wann sie anschließen kann. Richtig, also ist genau richtig dargestellt. Oft ist es so, dass jemand sagt, jo, ich möchte jetzt hier eine Anlage installieren, er weiß, welche Kosten auf ihn zukommen und so weiter, bis auf das Thema Netzanschluss. Und das ist einmal der zeitliche Aspekt, bis diese Dinge geklärt sind, definitiv. Und das andere ist, welche Kosten entstehen. Und das ist echt unkalkulierbar in dem Moment. Und da gilt es aus meiner Sicht, Dinge klarer zu regeln, was der Betreiber einer Anlage wirklich beizuführen hat und was nicht. Und dass er dort auch klar handeln kann und nicht erst monatelang warten muss, bis er vielleicht Klarheit hat, was er zu liefern hat und was nicht.
Wir haben gleich nach dem Interview mit einem Praktiker von B&W Energy, der täglich zu tun hat, und ihn werde ich gleich fragen, was für Schwierigkeiten tauchen denn wirklich auf. Aber ich möchte nochmal den Titel der Sendung hervorheben. Er heißt ja Netzbetreiber, die größte Unbekannte. Und das muss man nochmal hervorheben, Anton, zu sagen, eine Photovoltaikanlage kann ich planen, ein Speicher kann ich planen. Ich kann die ganze Elektrik planen, ich kann die Belieferung der ganzen Sachen planen. Das kann ich alles machen und diese Prozesse haben die Unternehmen auch im Griff. Und das ist ja auch das, was die Bundesregierung möchte. Sie möchte einen schnellen Ausbau, wir müssen verX-fachen. Das könnte auch passieren und dann kommt tatsächlich die große Unbekannte der Netzbetreiber und da stockt das Ganze. Ist das das Problem? Ist genau das Problem. Genau richtig dargestellt. Alle anderen Dinge können wir sehr gut und sehr genau fassen. Und bis auf diese Geschichte mit der Netzanbindung. Und ist ja nicht so, als wenn das ein neues Thema ist. Aber es gibt immer mehr Anforderungen von den Netzbetreibern. Und die sind auch nicht immer gleich, die Anforderungen. Und das schlägt sich natürlich in Kosten nieder. Und wir haben ja in den letzten Jahren erfahren, dass die Anlagen immer preiswerter geworden sind, eben durch den Preisverfall von Modulen oder anderen Komponenten. Nur jetzt muss man sagen, mittlerweile hat dieser Teil Dimensionen angenommen, also in der Kostenaufstellung, die dann früher vielleicht bei einigen wenigen Prozent waren, dieser Anschluss, sind wir heute bei einem Drittel oder drüber teilweise, weil die Anforderungen so groß sind und der Netzverknüpfungspunkt so weit weg ist, dass es dann für den einen oder anderen nicht mehr lohnt. Ich sag mal, nur um den Strom einzuspeisen, lohnt es eh heute schon nicht mehr. Da reicht die Einspeisevergütung nicht, die garantiert ist, sondern dann sind es heute Anlagen, die im Großteil auch im Eigenverbrauch Strom produzieren. Da mag es sich wieder schneller rechnen oder rechnet sich auch schneller. Aber es ist ein sehr großer Anteil an Kosten, die dort häufig entstehen und wo ich sage, auch nicht wirklich mal nachvollziehbar. Also da will ich gar nicht mal den Netzbetreiber unbedingt immer den Vorwurf machen, sondern eben, dass die Regularien so sind, wie sie sind und der Netzbetreiber dann möglicherweise sogar so handeln muss, obwohl es nicht sinnvoll ist, obwohl es volkswirtschaftlich eigentlich, sich verbietet, so zu handeln. Wir machen jetzt mal den Praxisproof in der Realität. Ich bin verbunden mit Marcel Schütz in Heiden in Nordrhein-Westfalen. Er arbeitet bei der Firma B&W Energy, ein riesengroßer Solateursbetrieb, der solche Anlagen aufbaut. Marcel, Anton Wissing vom Verband Energieerzeugender Gebäude hat hier im Studio ein bisschen herumgejammert und hat gesagt, die Netzbetreiber sind die größten Unbekannten. Es kommen viele Unwägbarkeiten auf die Solateure zu, die kaum kalkulierbar sind. Zeitlich, finanziell, hat er gesagt. Marcel, Sie sind ganz in der Praxis, ganz vorne dran. Stimmt es? Sind die Netzbetreiber für Sie eine große Unbekannte? Erstmal guten Tag zusammen, hallo. Also ja, kann man tatsächlich so sagen, ja. Also wenn man das aus der Praxis mal so ein bisschen betrachtet, wo wir jeden Tag tatsächlich selber am eigenen Leibe damit zu tun haben. Also man fährt raus zum Kunden, zum potenziellen Kunden, geht mit ihm das ganze potenzielle Projekt durch und einigt sich dann im besten Fall nach dem Termin darauf, dass man das Projekt zusammen auch umsetzen möchte. Dann ist es so, dass wir entsprechend in die Planung gehen, schauen, was passt auf die Dächer drauf, was gibt es an Potenziale, Speicher, PV-Anlage, Ladeinfrastruktur etc. Und dann kommen wir irgendwann an den Punkt, wo wir natürlich auch ein Anschlussbegehren beim Netzbetreiber stellen müssen, beziehungsweise einen Einspeiseantrag stellen müssen. Da fängt es dann im Grunde schon an, weil selbst da ist es deutschlandweit oder wird es generell total unterschiedlich gehalten von Netzbetreiber zu Netzbetreiber. Im besten Fall hat der Netzbetreiber ein eigenes Einspeiseportal, wo man entsprechend alles elektronisch, gerade jetzt zu Zeiten der Digitalisierung, natürlich wesentlich vom Vorteil ist. Es gibt aber auch tatsächlich noch Netzbetreiber, die tatsächlich die gesamte Unterlagenstruktur, diesen riesen Boost an Unterlagenkatalogen, da tatsächlich postalisch auch richtig einreichen muss. Also man muss wirklich alles ausdrucken. Man hat dann wirklich diesen dicken Packen, den man dann erstmal weitergeben muss an den Kunden. Der Kunde muss alles sichten und dann entsprechend ergänzen und unterschreiben.
muss es dann halt schlussendlich dann beim Netzbetreiber selber einreichen. Dann hat der Netzbetreiber im Grunde gesetzlich eine Frist von 8 Wochen oder er hat 8 Wochen Zeit, wo er entsprechend in die Netzberechnung gehen muss, damit dann auch der Netzanschlusspunkt dann auch dazugewiesen wird. Bei unseren großen Projekten ist es natürlich dann gang und gäbe, dass es dann eher in den Spannungsbereich der Mittelspannung geht, also 10 kV, 20 kV, 30 kV und nicht mehr in die Niederspannung. Und dann gehen wir in die technische Planung, sofern wir dann den Netzanschlusspunkt wissen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Entweder haben wir einen Gewerbekunden oder einen Industriekunden, der bereits über einen solchen Mittelspannungsanschluss verfügt. Da haben wir dann halt die Herausforderung, dass wir entsprechend dieser gesamten Anschlussbedingungen und zusätzlich dann leider auch noch wieder der Ergänzung des einzelnen Netzbetreibers dann die vorhandene Mittelspannungsinfrastruktur des Kunden dann auch anpassen und umbauen müssen. Das hat demzufolge schon mal manche Schwierigkeiten vorgebracht oder auch manche Diskussionen vorgebracht, weil wir zum Teil dann auch Schaltanlagen vorfinden, die vielleicht gerade mal 15 Jahre alt sind, die dann aber der Netzbetreiber ganz explizit gemäß dieser technischen Anschlussbedingungen dann, dass er da generell Nachweise ohne Ende haben möchte. Wir brauchen Drucklastberechnungen, wir brauchen Störlichtbogennachweise und so weiter und so fort. Es ist tatsächlich leider auch schon vorgekommen, dass wir aufgrund dessen dann die gesamte Infrastruktur des Kunden, die dann wirklich, wie vorher gesagt, gerade mal vielleicht 15 Jahre alt ist, tatsächlich auch schon mal komplett austauschen mussten. Also da sprechen wir dann wirklich von 6-stelligen Eurobeträgen, wo man sich dann wirklich irgendwann stellenweise dann mal fragt, muss das wirklich sein? Die Schaltanlagen sind zum Teil 15 Jahre alt. Jetzt schließt man zusätzlich eine Erzeugungsanlage an und muss nur deshalb tatsächlich diese gesamte Infrastruktur austauschen, wo man doch tatsächlich eigentlich davon ausgehen kann, dass die Erzeugungsanlage, die Mittelspannungsschaltanlage oder grundsätzlich die Infrastruktur des Kunden samt Transformator etc. sogar in Zeiten der hohen Belastung sogar entlastet, weil die PV-Anlage entsprechend einfach gegenwirkt. Ne? Ja. Wenn wir mit der technischen Auslegung soweit durch sind, dass wir einreichbare Unterlagen fertig haben, also wirklich Planungsunterlagen, Projektierungsunterlagen, werden diese dann entsprechend beim Netzbetreiber eingereicht. Kommt die nächste große Sache, dass man da stellenweise wirklich wochenlang darauf wartet, bis man da irgendwie ansatzweise mal eine Rückmeldung bekommt, beziehungsweise im besten Fall dann eine Freigabe. Im schlimmsten Fall bekommt man keine Freigabe, ändert die Planungsunterlagen entsprechend der Vorgabe des Netzbetreibers nochmal ab und wartet wieder Wochen. Und ja, tatsächlich alles zu Ungunsten des Kunden, auf dem Rücken des Kunden. Das Portemonnaie des Kunden leidet extrem, weil das alles natürlich immer mit immens hohen Kosten verbunden ist. Also selbst da wünschen wir uns alle grundsätzlich so ein bisschen Entlastung. Das führt zu immer wieder größeren Herausforderungen, ja. Das sind zeitliche Probleme, die entstehen, aber das hat natürlich wahrscheinlich auch eine finanzielle Dimension, wenn plötzlich irgendwelche Anforderungen an Sie herankommen. Sie haben ja gerade Beispiele gesagt, wenn Sie dem Kunden eine Anlage angeboten und durchkalkuliert haben, dann können Sie ja noch gar nicht ahnen, was dann an Kosten für Umrüstung durch den Netzbetreiber noch auf Sie zukommt. Das ist ja so ein totales russisches Roulette. Korrekt, ja, ist gut ausgedrückt, ja. Scheitern dann eventuell manchmal auch Projekte, weil plötzlich irgendwelche Umrüstungskosten kommen, die das Ganze völlig unrentabel machen? Ja, durchaus. Wir haben tatsächlich Kunden, und da sprechen wir von Gewerbekunden, den klassischen kleinen Stahlbaubetrieb, der nicht diese großen Massen an Dachflächen hat, wo man beispielsweise dann die Möglichkeit hat, eine 300 Kilowatt Peak-Anlage zu installieren, muss aber dann tatsächlich für 300.000 Euro entsprechend die Mittelspannungsinfrastruktur komplett austauschen, weil die dann vielleicht laut dem Netzbetreiber zu sehr in die Jahre gekommen ist und ansonsten keine Freigabe bekommt. Dann kommen wir tatsächlich auch an Fälle, wo wir dem Kunden das wirtschaftlich nicht mehr darstellen können. Ja. Und dann gehen solche Projekte erstmal, die werden nicht umgesetzt. Ja. Ich höre immer wieder, dass die technischen Anschlussbedingungen selbst bei einem Netzbetreiber unterschiedlich sein können. Stimmt das oder ist das so eine Geschichte aus der Gerüchteküche? Also das ist tatsächlich nicht aus der Gerüchteküche. Das ist tatsächlich so, das erleben wir tagtäglich.
Wie eben schon mal kurz angedeutet, es gibt den einen Netzbetreiber, der fordert grundsätzlich nur begehbare Trafostationen, der fordert grundsätzlich nur luftisolierte Schaltanlagen. Alleine diese beiden Punkte gehen schon richtig ins Geld, weil man entsprechend wirklich große, begehbare Betonräume benötigt, richtig mit Tür, wie man sich das so dann vorstellen kann, mit großen Schaltanlagen. Da könnte man tatsächlich schon immens viel Platz sparen, indem man wirklich auf Kompaktstationen geht, kleine Körper, 2x3 Meter beispielsweise, die auch nicht so hoch sind, wo man mit einer gasisolierten Schaltanlage als Beispiel arbeiten kann. Jetzt werden wir sehr, sehr technisch. Aber das gibt es tatsächlich im Alltag, dass der Netzbetreiber da seine eigenen Ergänzungen in den technischen Anschlussbedingungen hat, meist dann vielleicht auch nur 10 bis 20 Seiten, aber die haben es dann tatsächlich auch in sich. Ja. Anton, jetzt würde man als Journalist mal so sagen, populär ausgedrückt, das Rad wird offensichtlich jedes Mal neu erfunden. Aber eine Photovoltaikanlage aufs Dach zu bringen, ist ja jetzt mittlerweile kein Hexenwerk mehr. Man kennt doch die Wechselrichter, man kennt die Module, man weiß, wie viel Leistung da rauskommt. Muss es denn technisch wirklich so kompliziert sein? Muss es so kompliziert sein? Also ich sag mal, grundsätzlich fließt der Strom, ich sag mal, in einem Netzgebiet genauso wie in dem anderen. Also von der Physik her hat das keine Unterschiede. Klar müssen gewisse technische Rahmenbedingungen eingehalten werden, aber die sollte man dann, ich sag mal, mit Maß dann auch anwenden und sinnvoll anwenden und dort nicht Dinge fordern teilweise, die, ja, ich sag mal, sehr, sehr stark, ich sag mal, in die Kosten gehen und dann einige Projekte dadurch, ich sag mal, nicht mehr realisiert werden. Von daher, nein, man kann es auch einfacher machen. Marcel, das ist doch eigentlich für jemanden, der wie Sie die Sachen realisieren muss, ist das doch eigentlich ein totales Vauban-Spiel. Sie wissen nicht, wann können Sie die Anlage realisieren, weil irgendwelche Fristen überschritten werden. Sie wissen gar nicht, welche Anforderungen Sie irgendwie bestellt bekommen. Sie können das gar nicht richtig kalkulieren. Und wenn es dann unwirtschaftlich wird, dann stehen Sie beim Kunden und sagen, oh, wir haben die ganze Planung gemacht. Und was passiert dann? Außer Spesen nichts gewesen. Ist das dann so? Ja, das gibt's auch. Ja, also man steckt immens viel Arbeit rein. Man muss sie auch tatsächlich reinstecken, weil wenn man sie nicht reinsteckt, ist auch, ich sag mal, für die Angebotslegung nachher das Projekt nicht sauber durchkalkuliert, weil man vielleicht dann auch dann gezwungen ist oder gezwungen wäre, nur mit Richtpreisen zu arbeiten. Das führt uns nicht zum Ziel. Das führt den Kunden auch nicht wirklich zum Ziel, weil man am Ende des Tages dann wirklich so, ja, kostentechnisch von wirklich ungelegten Eiern spricht. Man weiß nicht im Vorfeld wirklich, was am Ende dann auch kommt. Pushmann, dann kommen Sie ja ganz oft ins Spiel. Dann sagen die Leute, ja, der Netzbetreiber hätte jetzt hier schon, die Frist ist verstrichen und so weiter und so fort. Der hätte schon längst liefern müssen. Dann kommen die zu Ihnen gerannt. Aber es ist ja gar nicht so leicht, dann zu sagen, ja, der Netzbetreiber ist schuld. Jetzt muss der die ganzen Schadensersatz leisten. Da können Sie gar nicht so leicht sagen, ja, das klappt gerichtlich schon. Das leider nicht, da haben Sie recht. Denn tatsächlich ist es so, dass der Netzanschluss nach § 8 EEG für Regenerativstromanlagen unverzüglich geschuldet ist. Klingt jetzt erstmal gut, aber was heißt unverzüglich? Das EEG definiert diesen Begriff nicht. Der ist in § 121 des Bürgerlichen Gesetzbuchs definiert, bedeutet ohne schuldhaftes Zögern. Aber dann gehen genau die Diskussionen los. Wann zögert ein Netzbetreiber schuldhaft? Wann kann er sagen, ich konnte nicht, weil meine Vorlieferanten nicht geliefert haben, das Wetter war schlecht, Naturkatastrophen etc., Corona, da bieten sich vielfältige Erklärungsmöglichkeiten, / Entschuldigungen oder Ausreden, lassen wir dahingestellt. Deswegen ist es für den Anlagenbetreiber nicht so leicht, direkt zu sagen, ich bekomme mein Geld. Natürlich kann er dann versuchen, Schadensersatz geltend zu machen. Das setzt aber voraus, dass der Netzbetreiber eine Pflichtverletzung begangen hätte. Das wäre er dann hätte er dann eben, wenn er schuldhaft gezögert hätte. Nur Darlegungs- und Beweisbelastet dafür, dass eine Pflichtverletzung vorliegt, ist der Anlagenbetreiber. Und das ist recht schwierig für den Anlagenbetreiber, denn der Netzbetreiber ist irgendwo eine Blackbox. Der Anlagenbetreiber weiß ja nicht, was hat der genau getan? Wie laufen die Prozesse da ab? Und er muss im Grunde nachzeichnen, dass der Netzbetreiber eben nicht unverzüglich gehandelt hat. Das ist sehr, sehr schwer. Von daher ist ein Schadensersatzprozess durchaus mit Risiken behaftet. Marcel, und ihr könnt ja eigentlich gar nicht richtig Druck machen, weil ihr braucht ja die Netzbetreiber. Ihr könnt es euch ja mit denen gar nicht verscherzen. Ihr müsst ja ganz vorsichtig auftreten, oder? Das ist genau der Punkt. Ja,
wenn wir uns das einmal verscherzen, haben wir das Problem, dass wir eben spätestens bei den nächsten drei Projekten dann entsprechend ja, so ungestimmt vorfinden, dass er uns vielleicht weitere Steine in den Weg legt. Man muss natürlich ein bisschen vorsichtig sein mit solchen Aussagen. Wird wahrscheinlich dann nicht passieren, aber macht die ganze Sache nicht einfacher. Zumindest, Ja. sag ich mal, das Verhältnis und die Beziehung zu dem jeweiligen, ja, Mitarbeitern des Netzbetreibers. Vielen Dank, Marcel, für den Einblick aus der Praxis. Anton, Gerne, kann ich nur gerne. sagen, so läuft es dann, wenn Sachen schlecht geregelt sind. Dann ist das Kraut und Rüben durcheinander und das können wir nicht, das dürfen wir nicht, das verursacht Kosten. Und das ist wieder mein Hinweis, was wir von Marcel gehört haben, dass das eigentlich neu geregelt werden muss. Das muss aus meiner Sicht standardisiert werden. Es kann nicht sein, dass 900 Netzbetreiber und auch innerhalb der Netzbetreiber unterschiedliche Anforderungen an den Betreiber gestellt werden. Und da müssen klare Regeln her. Und ja, das finden wir aktuell leider nicht vor. Das hört sich ja fast abenteuerlich an, welchen Einfluss die Netzbetreiber haben, auf den Anschluss, auf die Anlage, auf die Kosten, auf die Dauer. Wir haben uns ja gerade gesetzliche Regelungen angehört, wo das drinsteht, die haben das anzuschließen. Ist das denn überhaupt gesetzeskonform, dass die sagen, ja, wir diktieren jetzt die und die und die Bedingung? Gesetzeskonform, weil ein Gesetz natürlich, wie es sein soll, abstrakt generell ist, das heißt, den groben Rahmen vorgibt, aber dann enthält es eben immer wieder Öffnungsklauseln, wo eben dem Netzbetreiber sehr viel Spielraum eingeräumt wird. Das ist zum Beispiel die Regelung in Paragraph 10. Da ist der Netzanschluss auch nochmal geregelt, nämlich wie er ausgeführt werden muss. Da steht darin, die Ausführung des Anschlusses und die übrigen für die Sicherheit des Netzes notwendigen Einrechnungen müssen den im Einzelfall notwendigen technischen Anforderungen des Netzbetreibers entsprechen. Das heißt, ich habe keine generelle Regelung, sondern kann im Einzelfall von Photovoltaikanlage zu Photovoltaikanlage entscheiden, was ist denn notwendig. Das kann gut sein. Es gibt ja zum Beispiel generelle Forderungen, Stichwort Anlagenzertifikat. Da macht der Netzbetreiber meistens Pi mal Daumen, sagt, brauche ich immer. Da kann sich der Anlagenbetreiber das zu Nutzen machen, sagen, im konkreten Fall sehe ich nicht, warum ich ein Anlagenzertifikat brauche. Meine Anlage ist nachweislich sicher. Hier kann es sich aber auch der Netzbetreiber zugute machen, dass er sagt, gerade in diesem spezifischen Fall brauche ich bitte diese Trennklemmen, brauche ich bitte jene Petersen-Spule oder jene Erdschlusskompensationsmaßnahme. Er hat vielleicht einen Lieblingslieferanten oder ein Material, mit dem er schon immer gearbeitet hat. Da ist der Anlagenbetreiber dann wirklich manchmal ein bisschen gekniffen, wenn der Netzbetreiber da Vorgaben diktiert. Natürlich kann man sich dann darüber streiten, ist das notwendig? Denn geschuldet sind ja nur notwendige Maßnahmen. Nur wer entscheidet jetzt wieder darüber, ob das notwendig ist? Also wenn ich jetzt mal als Journalist provokativ sein will, würde ich sagen, das ist ein Ermächtigungsgesetz für die Netzbetreiber. Ein bisschen schon, ja. Macht doch gar keinen Sinn, Anton. Ich meine, die Elektronen in Thüringen laufen ja nicht anders als die Elektronen in Brandenburg. Oder gibt's so, sind die preußischen Elektronen zackiger unterwegs, oder? Wahrscheinlich sind die eckig und die anderen rund. Nein, Quatsch. Die Physik ist da genauso wie woanders auch. Und der Strom fließt mal in die Richtung, mal in die andere. Also von daher, es macht gar keinen Unterschied, ne? Die dort großartig andere Forderungen zu stellen. Also eigentlich ist eine Photovoltaikanlage recht einfach aufgebaut und auch der Netzanschluss kann recht einfach sein. Aber es wird manchmal sehr kompliziert gemacht. Das ist so und mit den unterschiedlichen Anforderungen, die dort dann ja gestellt werden. Ich bin ja ein schlaues Küken und habe mal Politik studiert. Und was ist die Definition von Politik? Politik heißt, sie ist das ordnende Element der Gesellschaft. Katharina, bräuchten wir jetzt nicht die Politik als ordnendes Element der Gesellschaft, die wirklich einheitliche Anschlussbedingungen schafft, wo alle klare, eindeutige Konditionen und Bedingungen vorführen? Das ist ja der Sinn von Gesetzen eigentlich. Das wäre in der Tat schon ein erster richtiger Schritt. Man könnte sich zum Beispiel überlegen, eine Art Einspeiserportal zu machen, vielleicht auch netzbetreiberübergreifend, wo eben einzelne Schritte festgelegt sind, die für jeden Anschlusssuchenden gleich sind. Dass es eben eine Maske im Internet gibt, wo man nicht das Problem hat, was eben schon angesprochen wurde, mal muss ich Daten in Papierform liefern, mal muss ich in elektronischer Form liefern, sondern dass es ein einheitliches Prozedere ist, wo ich als Anschlussbegehrender mich erstmal registrieren lassen kann.
dieser Gedanke kommt auf, weil es so ein ähnliches System schon gibt in Form des Marktstammdatenregisters, wo man dann zum Beispiel Genehmigungen registriert, für die man später in die Ausschreibungen gehen möchte. Das ist auch sehr sinnvoll, weil sowohl der Anlagenbetreiber als auch der Netzbetreiber kann sich zum Beispiel über die Zubauzahlen informieren. Wie viel installierte Leistung ist genehmigt, wie viel installierte Leistung ist in Betrieb genommen, macht meines Erachtens auch Sinn für die vorgelagerte Frage, wie viel Anlagen oder wie viel Leistung soll denn zukünftig ans Netz gehen. Das könnte man in diesem Einspeiserportal auch einsehen, sodass man wesentlich mehr Transparenz geschaffen hätte. Nun könnte es dem Normalbürger ja egal sein, Anton, ob ihr euch mit Bürokratie, Anlagen, Netzbetreibern und so weiter herumschlagt. Aber die Ressource, die da reinfließt, personell, zeitlich, finanziell, die brauchen wir ja für was ganz anderes, nämlich für den Ausbau der Erneuerbaren. Wir machen diese Sendung ja nicht, um zu sagen, ich möchte es Anton Wissing und seinen Kollegen bequemer machen, sondern wir vergeuden einfach unsere ganzen Ressourcen und deshalb müssen wir eigentlich die modernen Medien, müssen wir Entbürokratisierung, müssen wir klare Bedingungen schaffen, damit wir überhaupt irgendeine Zeit haben und Chance haben, das alles auf die Dächer zu bringen und ans Netz zu bringen, sonst wird das doch gar nichts. Richtig. Vor 10, 15 Jahren konnten wir eine Photovoltaikanlage planen, die natürlich auch beim Netzbetreiber anmelden bzw. eine Anfrage stellen. Dort haben wir eine Zusage genau unter ähnlichen Rahmenbedingungen wie heute erhalten und mit den ähnlichen Problemen. Aber es ging viel, viel einfacher. Mittlerweile ist so viel Bürokratie entstanden und wir spüren eigentlich gar nicht, dass dort die Digitalisierung wirklich greift, wo wir dann vieles wieder vereinfachen können. Und diese Ressourcen fehlen uns dann an anderer Stelle, um die Anlagen wiederum, ich sag mal, die nächste Anlage zu planen, die nächste Anlage in Betrieb zu nehmen und so weiter. Ja, und bei dem Fachkräftemangel, den wir heute haben, nach wie vor, gerade in unserer Branche, bleiben dann andere Dinge einfach auf die Strecke und wir kriegen nicht die PS auf die Straße. Die ganze Sendung lässt sich also so zusammenfassen. Hallo Anlagenbetreiber, möchtest du deine Anlage schnell ans Netz bringen? Dann brauchen wir einen Zauberer oder einen Politiker, der die Gesetze ganz schnell ändert. Würdest du das für uns tun? Na, das ist doch ein gutes Signal. Das war eine Sendung des Verband Energieerzeugende Gebäude.